Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton und ich heiße euch zu einem weiteren Doom 2 Walkthrough Video willkommen. Das hier ist Map 20 Gotcha und es ist die letzte City Map. Außerdem seht ihr hier noch einen Fight zwischen einem Cyberdemon und einem Spider Mastermind, also freut euch schon drauf. Ich spiele die PS3-Version auf Ultraviolence und wünsche euch viel Spaß. Gleich zu Beginn haben wir einen Shotgunner vor uns und ein paar Gegner hinter uns. Na, um die wir uns natürlich kümmern. Wir drehen uns wieder um, machen die Tür auf, erledigen die Gegner hier, und rennen natürlich voll in den scheiß Fireball. Wartet hier, bis zwei Imps auf euch zukommen. Einer kommt von links, einer von rechts und das Video hat kurz gehangen, also das Bild. Einer, zwei. Und ich habe ja am Anfang versprochen, dass es einen Fight geben wird zwischen einem Cyberdemon und einem Spider Mastermind. Der kommt jetzt. Links haben wir Spider Mastermind, rechts den Cyberdemon. Rennt nach rechts, sodass die zwei in den Infight kommen. Ja, und jetzt können wir schauen, wer gewinnt. Höchstwahrscheinlich das Cyberdemon. Er macht mehr Damage mit seinen Raketen, aber Spider Mastermind teilt auch ganz gut aus, also es könnten beide gewinnen. Schauen wir mal. Oh, Cyberdemon hat eine Zeit lang nichts gemacht. Das könnte sein Tod sein. Auf jeden Fall hat er bestimmt nicht mehr viel Health. Ja. Bleibt spannend, bleibt spannend. Sag bloß, die Spider Mastermind gewinnt. Oh, sieht gut aus. Alter, Alter, zieht sich das? Unglaublich. Na? Cyberdemon hat gewonnen. Rennt hier runter und gibt's dem Cyberdemon von hier unten. Also wie gesagt, hat kaum noch Health gehabt. Wir kommen später hier hoch. Wir kommen später nochmal in den Raum. Nehmen hier aber den Soul Sphere mit. Und gehen wieder zurück. Muss gerade mal gucken, ob hier rechts noch was war. Ich glaube aber nicht. Nee. Da war nix. Also nochmal den Lift runterholen. Wieder hochgehen. Okay. Hier außenrum ist ein Ring von dieser Säule. Und ihr müsst auf diesem Ring landen, damit der Ring erscheint. Der Ring, der Ring, der Ring. Wir gehen den Weg hoch. Machen die Wand auf und Vorsicht. Hier ist ein Jenga, ne? Meine Fresse. Stellt euch auf die Tür, weil dadurch könnt ihr hier hochgehen. Und das Zeug einsammeln vom Chain Gunner. Ist leider kein Secret, aber nice to have. Wir gehen raus, droppen uns links runter und nehmen den Radiation Suit mit. Den werden wir gleich brauchen. Nehmen den Teleporter, gehen zurück. Wir sind in der Start Area. Und vom Start aus können wir uns nach rechts droppen. Und hier reingehen. Vorsicht, hier wird's gefährlich. Die Wand hinten geht auf, sobald ihr drauf schießt. Genau deswegen wird es gefährlich. Oh. Sieht aber gut aus. Jawohl, geschafft. Sehr, sehr schön. Wir gehen hier weiter. Nehmen diesen Weg. Snipern ein bisschen mit der doppelläufigen Schrotflinte. Springen runter. Uah. Gehen hier außen rum, nehmen wieder ein Soul Sphere mit. Es gibt ein paar in der Map. Legen den Schalter hier um. Fahren nach oben. Und sägen uns hier durch die Gegend. Wenn hier ein Aufzug hochgeht wieder, einfach ein Stück zurück. Und dann sollte er wieder hochgehen. Runtergehen. Jetzt. Das kommt jetzt ein paar Mal vor. Zack, zack, zack. Die Zähputze. Wunderschön. Nimmt's Berserk Pack mit. Geht aber nicht auf den roten Teleporter, sondern drückt hier die Wand. Geht weiter und hier ist eine Secret Area mit einem silbernen Teleporter. Sobald ihr den benutzt,
telefragt ihr ein Pain Elemental, seht ihr gleich. Und daraufhin, zack, kommen ein paar Lost Souls, Kacke Demons. Na? Oh. Oh je. Und wir fallen runter. Gehen hier rein. Sicher ist sicher. Was ein Geräusch, ey. Und ich habe Hoffnung, dass der Kerkerdemon zurückkommt. Dass ich den noch krieg. Insgesamt sind es, glaube ich, 3. Na, komm her. Sehr schön. Puh. Von hier aus drücken wir den Switch. Dadurch geht die Säule hier runter. Ich hoffe jetzt gerade... Ich höre noch Gegner, aber ich sehe keine. Wir rennen hier runter, gehen rechts entlang. Gehen diese Treppe hier hoch. Nehmen den Teleporter. Und jetzt wird es ein bisschen hässlich. Ihr habt Gegner von allen Seiten. Eieiei, sammelt das Zeug ein. Nehmt die BFG mit. Ekelhafter Raum. Wir haben ja rechts einen Schalter freigeschossen. Wenn wir den betätigen, sehen wir hier ein Soul Sphere. Oh je, es geht denn hier ab. Viele Lost Souls kommen in die her, lebt etwa noch ein Pain Elemental. Ich hoffe es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr den Schalter drückt, seht ihr ja hier den Soul Sphere. Allerdings ist davor ein Teleporter und um dahin zu kommen, macht ihr rechts die Wand auf, was ein Secret ist. Nehmt den Soul Sphere und hinter der Wand steht ein Archwild. Erledigt. Hihi. Okay, diesmal können wir dann den Schalter drücken und den Teleporter nehmen. Wir landen hier wieder vor dem Baphomet. Teleporter. Und wir haben links und rechts Treppen. Achtung, wenn ihr hochgeht, da steht wieder ein Archweil. Und ich habe eigentlich gehofft, dass meine Raketen den killen. Fuck. Wisst ihr was? Ich gehe auf die andere Seite. Nehme die Plasma Rifle. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Meine Fresse. Puh, das ging ab. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil ich eigentlich gedacht habe, dass hier noch ein Kerkerdemon rumfliegt. Aber ich sehe ihn nicht. Die große Tür hier bringt uns zurück zu diesem Raum. Ich habe ja gesagt, wir kommen ja nochmal hin. Wir gehen diesmal die Mitte hoch, nehmen die Items mit und drücken den Schalter. Der Schalter macht da hinten eine Tür auf und bringt euch ein paar Raketen. Ist allerdings kein Secret. Okay, von hier aus gehen wir wieder zurück. Gehen hier raus. Ich habe genügend Munition, sehr schön. Und nehmen diesmal den Baphomet-Teleporter. Gehen hier raus. Droppen uns hier runter, nehmen den Teleporter. Telefraggen ein Kerkerdemon. Sehr schön. Hier war er übrigens versteckt, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Springen hier runter, nehmen die Plasma Rifle und schießen hier hin. Weil da unten ist ein Pain Elemental. Auf den wir natürlich überhaupt keinen Bock haben. Hier runter droppen, Achtung, Chain Gunner um die Ecke. Sehr schön. Hier ist eine Wand, soweit ich weiß. Hier müsste ein Secret sein. Ah, genau, hier drin. Geh mal rein. Nehmt den Megasphere mit, den könnt ihr euch auch theoretisch aufheben für bis zum Schluss. Allerdings ist es bei mir jetzt gerade so, dass ich zwischendrin immer wieder speichere. Und wenn ich es zu arg verkacke, dann lade ich zwischendrin wieder nach. Und gut ist. So, der nächste Raum ist wieder... assi hässlich.
Vor allem, wenn sich der Gegner wegteleportiert. Jetzt muss ich ihn doch tatsächlich suchen, oder? Ah, ich habe einen Telefrakt hier oben drauf. Sehr gut. Okay, wir sind hier unten. Und wenn ihr hier vorgeht, kommt eine Wand, die hier runter geht, wartet, bis sie ganz unten ist und dann springen wir da rein. Gut, wir sind soweit. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich hier zwischendrin als Speicher, das merkt man vor allem am Soundtrack wahrscheinlich. Tut mir leid, aber sicher ist sicher, ich habe keinen Bock wieder von vorne alles zu machen. Springt hier durch. Und der Raum hier wird ziemlich hässlich. Erledigt den Imp. Wechselt auf die BFG und seid bereit, gleich kommt ein Pain Elemental. Mit noch vielen anderen Freunden. Sehr schön. Oh, das war dumm, hier reinzugehen. Versteht ihr, es war dumm? Oh Gott. Die Wand können wir wieder runterlassen. So, Lost Soul, komm her. Zack. Alles klar. Oben links ist ein Energy Cell Pack und es gibt eine Möglichkeit, das Energy Cell Pack zu holen. Oder es hätte eine Möglichkeit gegeben. Kann sein, dass ich es gerade verkackt habe, weil die Wand nicht mehr runtergeht. Aber normalerweise, wenn ihr drin seid und lässt die Wand runterfahren und wieder hoch, könnt ihr euch auf die Wand stellen, hochfahren und hier links die Energy Cells mitnehmen. Ist gerade bei mir jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber okay, ich glaube, es ist kein Secret. Also von daher... So, wir nehmen wieder ein Soul Sphere mit. Gucken nochmal kurz. Naja, die Wand, die bleibt. Draufgeschissen. Wir gehen zurück, nehmen den Teleporter hier. Und jetzt versucht drauf zu achten, hier nicht rauszugehen. Und die Gegner hier von da hinten schon zu erledigen. Ja. Und sobald ihr rausgeht, kommen... viele, viele andere Gegner, die angelockt werden. Die befinden sich links von uns. Oha. Deswegen aufpassen bei Raketen und Lost Souls. Ihr habt jetzt genau gesehen, was passieren kann. So, ich nutze ein bisschen die Ecken und die Größe des Raums, um hier klarzukommen. Schade, dass ich jetzt nur mit, nicht genau mit, sag mal meine Worte, nicht genau mit 200% dann hier rausgehe. Oh, schön voll. Ach du Scheiße. Läuft. Ey, ich hasse euch. Probieren wir es nochmal. So, jetzt. Ihr habt es gehört, sobald man die Treppe hochgeht, geht eine Tür auf mit einem Pain Elemental drin. Genau hier hinten. Ich hoffe... Da müsste eigentlich noch ein Imp drin gewesen sein. Ich hoffe, er hat sich nicht wegteleportiert. Die Möglichkeit ist aber groß. Jetzt ist natürlich die Frage, teleportiere ich mich hier raus und gucke nach? Oder lasse ich es lieber sein? Ich glaube, ich gucke lieber nach. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Na. So, schauen wir mal. Ah gut, nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Also, ganz verschenkt war es jetzt nicht. Sieht aber auch so aus, als ob wir alles hätten. Rüber. Hier rein. Hier durch. Teleporter nehmen. Ah! Bisschen Armor mitnehmen. Noch 1% Health. Jeder Prozent ist wichtig, ganz ehrlich. Und wir haben hier vorne den Exit der Map und den Eingang in die Hölle. Ich werde vorher nochmal speichern, weil ich gehofft habe, dass ich alles habe. Schauen wir mal. Sogar 111% Kills, 100% Secrets und 97% Items. Sehr schön. Das war Gotcha. Relativ komplizierte Map und auch sehr tricky, aber irgendwie doch geil gemacht.
Jetzt läuft wahrscheinlich ein Text, bevor wir in die Hölle kommen. Ich lasse ihn hier laufen. Auf nageria.net seht ihr eine freie Übersetzung von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der Hölle. Ciao!